Grundsätzlich sieht es gut aus. Wir haben nichts Neues zu vermelden. Wir haben Jussi natürlich, der die Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Wir haben Ethan, der jetzt wieder trainiert hat, aber ja auch noch weit davon weg ist, ein Kandidat zu sein, weil er einfach ewig gefehlt hat. Macht jetzt immer mehr mit und wird mehr integriert, aber noch nicht bei 100%. Die Beschwerden im Rücken sind besser geworden, aber sind noch nicht ganz weg. Sonst haben wir ja die üblichen Wehwehchen, die man immer mal so hat nach den Spielen. Aber nichts Weltbewegendes, was Stand jetzt ein Spiel morgen einschränkt für den einen oder anderen. Alles klar, dann ist es Zeit für eure Fragen. Gerne ein kurzes Handzeichen oder auch das Handhebesymbol im Zoom-Call wäre auch super. Und wer mag, kann anfangen. Noch keiner? Ah, Stefan Krause, bitte, von der Bild. Trainer, moin. Ja, Düsseldorf hat im Moment, sag ich mal, mit dem Abstieg zu tun. Die sind in den letzten Spielen auch relativ mutig aufgetreten, sind auch nicht so richtig belohnt worden. Auf was kommt es denn da an jetzt, um die 3 Punkte zu holen, um die Champions League sicher zu machen? Ja, sie haben sich natürlich schon deutlich verbessert, haben leider viele Punkte nach Führung liegen lassen. Ich glaube, da sind sie Tabellenführer, was die Statistik angeht, auf die sie, glaube ich, gerne verzichten würden. Ja, aber seit Rösler da im Amt ist es deutlich stabiler geworden, deutlich mehr Aktionen vors Tor, verteidigen auch deutlich stabiler, sind auch deutlich variabler geworden, haben viele verschiedene Grundordnungen, haben sich schon stabilisiert. Trotzdem insgesamt natürlich zu wenig Punkte geholt für die Spiele, hatten auch ein bisschen ja, Pech, auch gegen Dortmund jetzt zuletzt, ja, wo sie ja, viele Situationen hatten, um in Führung zu gehen, vielleicht einen Lucky Punch zu haben, hat dann nicht funktioniert und kriegen dann in der, ich weiß nicht, 94. oder irgendwas, das 0-1. Schon eine Mannschaft, die, wenn ich sie beobachte, wo ich das Gefühl habe, die glauben noch an sich und sind natürlich auch tabellarisch noch ein bisschen besser dran als ein paar andere Teams in der Liga. Wir müssen voll fokussiert sein, müssen ja, absolut Gas geben und auch nicht aktuell jetzt nicht auf die Tabelle schauen, wo der letzte Spieltag natürlich sehr, sehr gut für uns lief, sondern einfach schauen, dass wir das Spiel gewinnen und nicht irgendwie taktieren oder im Kopf sagen, ja, wir müssen jetzt nicht 100% an die Grenze gehen, weil wir ein bisschen Luft haben, sondern einfach versuchen, es so schnell wie möglich klar zu machen, so schnell wie es irgendwie geht. Und natürlich schauen wir heute auch gespannt auf Gladbach-Wolfsburg, was da passiert. Sind aber trotzdem bereit, ja, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Und dafür sind auch die 3 Punkte morgen zwingend eingeplant. Und da werden wir auch alles dafür tun, die zu holen. Dann, wer mag als nächstes? Oliver Hartmann vom Kicker. Moment, wir hören dich noch nicht. Moment. Einmal kurz die Stummschaltung aufheben. Und dann wirst du gleich Jetzt? zu hören sein. Jetzt? Jetzt besser? Ja. Ja, Deutlich. hallo Herr Nagelsmann. Sie haben gerade gesagt, absolut Gas geben. Wie viel Sprit ist denn so nach dieser langen und ja schon denkwürdigen Saison noch im Tank? Und ich glaube, ein großer Freund von großer Rotation sind Sie nicht. Wie viel neue Kräfte kann man rechnen jetzt für morgen? Ja, ich bin grundsätzlich kein Feind von Rotationen. Es muss immer, ist, oder ist immer eine Frage der Alternative und wie gut diese Alternativen drauf sind. Wir hatten, was ein normaler Gang der Dinge ist am Ende einer Saison, dass die Spieler, die wenig gespielt haben, eher ein bisschen schwächer werden anstatt stärker. Es gibt immer den Tag X, wo sowohl die ja, mentale Bereitschaft, aber auch die Entwicklung der Spieler allein durchs Training voranschreitet. Irgendwann sind sie mental ein bisschen platt, weil sie einfach wenig Spielzeit kriegen. Dann trainierst du natürlich auch insgesamt sehr, sehr wenig. Und die Spieler, die spielen, entwickeln sich einfach übers Spiel deutlich schneller als die, die nur trainieren. Das ist einfach so. Und deswegen geht gegen Ende einer Saison diese Schere ein bisschen weiter auseinander, als sie zu Beginn oder am Anfang der Saison ist. Demnach wird eine Rotation am Ende sinnvoller, was die körperlichen Kräfte angeht, aber sinnfreier, was dann die Qualität teilweise angeht. Da können die Spieler auch gar nichts dafür. Das ist einfach ganz normal, aufgrund der gerade dargelegten Dinge, die so im Laufe einer Saison passieren. Ich glaube, man sieht insgesamt in der ganzen Liga, dass die Saison lang ist, dass die Spiele gerade in der zweiten Halbzeit teilweise sehr träge werden. Da nehme ich unsere Spiele nicht aus. Das war genauso, dass wir in der zweiten Halbzeit auch gegen Hoffenheim jetzt nicht mehr wirklich an die Grenze gehen konnten, sondern es war dann sehr viel Verwalten. Aber auch Hoffenheim hat dann irgendwann ab der 70. ja, nicht mehr so extrem auf dem Gaspedal gestanden wie vielleicht davor.
Es geht viel darum, was wir gegen Hoffenheim sehr gut geschafft haben, aus den ersten Chancen Tore zu machen. Und ich glaube, wenn das einem gelingt, dann werden Spiele einfach auch nicht so intensiv und du gehst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann in die Halbzeit und auch dann in die zweite Halbzeit das Spiel auch gewinnen zu können. Je länger so ein Spiel offen ist, desto ja, wahrscheinlicher wird natürlich ein Lucky Punch und der kann dann in beide Richtungen ausfallen. Das hat man jetzt, wie ich gerade gesagt habe, auch bei Düsseldorf-Dortmund gesehen als Beispiel oder auch, wo Bayern jetzt gespielt hat, dass sie ja, gegen Gladbach jetzt nicht so extrem stabil waren, wie sie davor waren und auch ein bisschen müde gewirkt haben. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, die Saison ist ewig lang und jeder geht so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir werden schon versuchen, den einen oder anderen neu reinzubringen, aber trotzdem auf eine stabile Struktur zu setzen. Und ja, die Struktur ist dann vielleicht zu leiden der absoluten Frische, das mag sein, aber die Struktur wird uns die Möglichkeit geben, schnell Chancen rauszuspielen und möglicherweise auch wieder schnell zu treffen und so die Wahrscheinlichkeit für 3 Punkte hochzulegen. Stefan Krause. Trainer Hannes Wolf hat zuletzt in Hoffenheim nicht mehr im Kader. A, was war da los? B, ist er jetzt gegen Düsseldorf im Kader? Und es wird da diskutiert, ob eventuell eine Ausleihe Sinn machen würde bei ihm. Wie stehen Sie dazu? Ja, der hat ja immer noch diese Platte im Fuß und es ist jetzt keine wirkliche neue Verletzung natürlich. Er hat immer wieder mal ein bisschen Probleme und demnach haben wir ja, gegen Hoffenheim da nicht trainiert, jetzt auch die Woche nicht. Wir müssen einfach immer schauen, wie das Schmerzbild ist. Grundsätzlich habe ich ihn schon gern dabei, weil er schon nochmal für Furore dann auch sorgen kann als Einwechselspieler. Aber er hat einfach mal einen Schlag gekriegt vor 1,5 Wochen auf diese Stelle, auf die Platte, die noch in seinem Gelenk ist. Und da ist natürlich die Haut oben drüber sehr, sehr dünn und es schmerzt dann ein bisschen. Und da werden wir jetzt dann einen Termin finden, wo die Platte dann einfach auch rauskommt und er dann einfach schmerzfrei und ohne diese Platte wieder Fußball spielen kann. Wir werden uns nach der Saison dann zusammensetzen mit ihm und mit seinen Beratern und schauen, was der richtige Weg ist. Natürlich ist er nicht zufrieden mit der Situation. Das ist, glaube ich, normal. Auch wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt, ist auch normal. Ja, er konnte natürlich für seine Verletzung nichts. Das war ist einfach ein unglaublich blöder und dummer Zufall gewesen, dass er gerade nach Bekanntgabe des Wechsels sich dann verletzt hat und so mit einer so einer ewig langen Verletzung hier aufschlagen musste. In einer Mannschaft, die schon recht stabil ist natürlich und die auch ein paar andere Neuzugänge noch bekommen hat, die gut eingeschlagen haben, wie jetzt ein Christo Nkunku als Beispiel, der eine ähnliche Position spielen kann. Von dem her lief das alles ist nicht wirklich in seine Richtung. Und ich habe schon mal gesagt, man muss da auch nicht immer von einer Schuldfrage sprechen. Das, ich glaube, man muss auch nicht für alles immer einen Schuldigen finden. Das lief einfach nicht so glücklich. Ja, und dann werden wir am Ende der Saison uns unterhalten, was so seine Vorstellungen sind, was unsere Vorstellungen sind. Und da muss es schon Sinn machen. Wir haben natürlich auch einen Invest gehabt, das ist auch klar. Der ist jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei gekommen, sondern wir haben da was investiert, auch mit einer Idee dahinter. Und dann werden wir schauen im Sommer, ob die Idee so noch umzusetzen ist von beiden Seiten und dann auch eine Entscheidung treffen. Dann Tom Bachmann bitte und danach Ingo Hane. Ja, hallo in die Runde, Herr Nagelsmann. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal das Thema Stärke ohne Stotter gesagt, es ist noch zu wenig geworden, um dann eine valide Aussage zu treffen. Jetzt sind ein paar Spieltage im Ernstland gegangen. Wie sind da jetzt Ihre Meinung? Hat die sich schon ein bisschen verfestigen können aufgrund der Ergebnisse? Ich habe nicht allzu viel verstanden, aber ich glaube, es ging um die allzu beliebte Corona-Frage und meine Lehren daraus. Nach wie vor bewerte ich das nicht. Sage ich jetzt, glaube ich, das 9. Mal und werde ich auch nach dem letzten Spieltag nicht machen. Ich habe keine Zeit dazu, die ganzen Statistiken zu lesen und alles zu bewerten. Wir müssen schauen, dass wir die Spiele gewinnen, in die Champions League kommen und hoffen, dass alsbald wieder Zuschauer im Stadion sind, weil es einfach schöner ist, emotionaler ist, wenn die Fans dabei sind und der Sport dann auch der Sport ist, der für viele Millionen im Land ist und was er bedeutet. Und mir bringt es nichts, wenn ich das die ganze Zeit bewerte. Es ist halt Fakt, dass die Zuschauer nicht da sind und dass gewisse Dinge ein bisschen leichter fallen, gewisse Dinge deutlich schwerer fallen. Das ist auch normal, aber ich habe nichts davon, jetzt jeden Tag irgendwelche Statistiken auszukramen und zu überlegen, was wäre, wenn die Zuschauer da wären, was wäre, wenn sie nicht da sind. Sie sind nicht da. Wir hoffen, dass sie bald wiederkommen und dann geht es weiter. Dann Ingo Hane, bitte. Ingo, wir hören dich leider nicht. Große Rolle. Warte. Jetzt. Jetzt? Ja. Jetzt? Hallo erstmal. Eine Frage zu Emil Forsberg, der in den vergangenen Spielen nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Wie ist sein aktueller Fitnesszustand? Warum hat er nicht die große Rolle gespielt? Und wie planen Sie mit ihm über den Sommer hinaus?
Ja, das ist eine ähnliche Situation. Auch da werden wir uns im Sommer zusammensetzen. Das ist ein außergewöhnlich guter Spieler, das weiß, glaube ich, jeder. Da braucht man nicht großartig drüber sprechen, über seine Fähigkeiten, die er in sich trägt und die er auch schon auf den Platz gebracht hat dieses Jahr, aber vor allem auch die Jahre davor, dass er eine große Rolle gespielt hat für RB in der Geschichte und in der Entwicklung zu einer guten Mannschaft. Da war er schon eine tragende Säule. Und es ist immer noch zum Zungenschnalzen, wenn er im Training die eine oder andere Aktion hat. Er hatte einfach auch nach Corona zweimal 7 oder 10 Tage eine Angina und konnte eben nicht trainieren. Und da ist ein großer Teil weggefallen, plus eben die Corona-Zeit, wo wir natürlich auf einer ganz anderen Intensität nur trainieren konnten. Das ist einfach eine sehr lange Zeit. Und da sind ein, zwei Spieler einfach vorne dran gewesen zuletzt. Und deswegen habe ich für die anderen Spieler entschieden. Und wie ich oft betone, nicht gegen Emil. Natürlich ist es schon so, dass ich ihm gerne auch Einsatzzeiten gebe, weil er eine gute Qualität hat. Er ist natürlich auch nicht zufrieden mit seiner Situation, auch das ist normal, aber er verhält sich top professionell. Er hatte schon Phasen der Saison, wo er, glaube ich, einen Tick mehr sauer war, aber jetzt, glaube ich, kann er die Situation schon ganz gut einschätzen und er wirklich ein ganz feiner Kerl, der sich super verhält. Trotzdem würden wir alle gerne auf die Qualitäten zurückgreifen, wenn er bei 100% ist und er hat jetzt wieder viel trainiert, jetzt kommt er wieder dahin, dass er einfach bei 100% ist und dann haben wir noch 3 schöne Spiele, wo er auch noch Einsatzzeiten kriegen kann und gute Spiele abrufen kann und dann werden wir im Sommer ebenfalls, wie es bei Hannes auch der Fall ist oder bei vielen Spielern, die vielleicht nicht so zufrieden waren mit dem Verlauf der Saison, uns zusammensetzen und im Sinne des Clubs und im Sinne des Spielers Entscheidung treffen, was der richtige Weg ist. Okay, dann haben wir Raul Christen, dann Martin Henkel und Javier Caceres, bitte in dieser Reihenfolge. Ja, hallo. Das Lieblingsthema nochmal, Timo Werner. Vielleicht könnten Sie nochmal darlegen, wie Sie die Entwicklung von Timo Werner unter Ihnen sehen und die Bedeutung nochmal für RB Leipzig herausstellen. Beziehungsweise gibt es ja jetzt dann auch die Berichte, dass er dann nicht mehr in der Champions League in dieser Saison für Leipzig auflaufen soll. Was würde das für Leipzig bedeuten? Oder wäre es, Sie hatten das ja auch schon vorgeschlagen auf der letzten Pressekonferenz, eine Variante, diese Abstellungsvariante wie bei der Nationalmannschaft? Ja, die Bedeutung von Timo Werner für RB vor meiner Zeit war außergewöhnlich, in meiner Zeit auch. Er hat 35 Scorerpunkte gesammelt dieses Jahr. Da werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Er hat eine unglaubliche Quote, ist ein richtiger Quotenstürmer, das man sich auch erhofft von einem Stürmer, dass er einfach Quote liefert durch Assists, durch Tore, das macht er seit Jahren verlässlich. Ist immer noch ein junger Kerl, der trotzdem schon über 250 Bundesligaspiele hat, das ist eine außergewöhnliche Bilanz. Dann noch in der Verbindung mit den Toren und den Vorlagen. Noch mehr außergewöhnlich. Wir müssen erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen und der erste Schritt, nämlich der Wechsel, ist noch nicht vollzogen. Demnach müssen wir uns auch keine Gedanken machen über Schritt 2. Wenn Schritt 1 vollzogen sein sollte, dann werden sich die möglichen Parteien, das sind dann 2 Clubs in dem Fall, sich auch einigen, wie es weitergeht und auch der Spieler. Letztendlich ist da auch ein Spielerinteresse dahinter, der muss seine Meinung äußern, was er wie haben möchte. Es gibt einfach aktuell noch keine Regularien, dass du irgendwas spielen musst oder spielen darfst oder spielen sollst oder wie auch immer, sondern noch ist das alles ein bisschen in der Schwebe. Aber wenn Schritt 1 vollzogen sein sollte, was der Stand jetzt noch nicht ist, dann können wir über Schritt 2 sprechen und schauen, wie es dann in der Champions League weitergeht. Dann Martin Henkel. Hallo Herr Nagelsmann. Eine Frage zu Angelino und Patrick Schick. Wie ist da der Stand? Sind die Verhandlungen noch offen? Gibt es überhaupt welche? Ob sie vielleicht die Leihe verlängern, ob gekauft wird oder ob die zurückgehen? Und was wären Ihre Präferenzen? Ja, natürlich gibt es noch Verhandlungen. Es gab ja die Ausstiegsklausel bei Patrick. Das habe ich schon oft betont. Es geht auch nicht darum, dass wir, was ich irgendwo lese, dass wir nicht unbedingt wollen. Wir wollen ihn unbedingt behalten. Das es war ein absoluter Wunschspieler von mir und ich würde ihn auch sehr gerne behalten. Das muss alles in einem vernünftigen Rahmen sein. Wir haben mit Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen und können einfach nicht mit dem Geld um uns werfen, wie wir wollen. Und auch ich bin kein Trainer, der dann ständig irgendwo ins Büro marschiert und sagt, wenn ich den Spieler nicht kriege, dann höre ich sofort auf. Sondern ich möchte, dass es in einem normalen und wirtschaftlich vernünftigen Rahmen ist, den wir uns erlauben können. Und die kolportierte Summe war nicht, weil der Spieler die Qualität nicht hat, sondern weil wir es einfach nicht bezahlen können. Das ist ganz einfach. Ja. Und demnach sind wir da weiter in Verhandlungen. Natürlich würden wir die beiden Spieler gerne kaufen. Wenn dann eine Leihe zustande kommt, kann auch sein, dass wir eine Leihe machen. Ich weiß nur nicht, ob die abgebenden Clubs das jeweils machen, weil sie natürlich davon nicht allzu viel haben, außer dass wir den Spieler weiterentwickeln. Und wenn der Club dann auch mit einer festen Rückkehr irgendwann rechnet, ist ein Leihgeschäft denkbar. Wenn der Club aber den Spieler eh abgeben will, wird er ihn uns nicht nochmal ein Jahr leihen, weil das keinen Sinn hat.
für den jeweiligen Verein. Aber das ist dann letztendlich alles ein Markus Krösch, seine Baustelle, Gott sei Dank. Und ich meine, wir wollen die beiden Spieler gerne behalten, weil sie beide eine tragende Rolle spielen. Das sieht man ja Woche für Woche, dass sie extrem viel Spielzeit sammeln und gesammelt haben. Und wenn es irgendwie in einem finanziellen Rahmen möglich ist, den wir uns erlauben können, dann werden wir auch zuschnappen. Wenn es nicht der Fall ist, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich jetzt kühl antworte, was ich bei Timo Werner schon gelesen habe oder auch bei Patrick, sondern dass ich halt ein Realist bin und jetzt nicht emotional freudig auf den Spieler springen und dann am Ende es leider nichts werden kann, sondern wir probieren das und würden uns sehr, sehr freuen, wenn es gelingt. Gibt aber einfach im Fußball auch Dinge, die über der Emotion und über dem, was ich gerne möchte, sind, nämlich finanzielle Rahmenbedingungen, die passen müssen. Und wenn die für RB passen, dann werden wir es machen. Und wenn sie nicht passen, werden wir es nicht machen können. So, Javier Caceres, bitte. Hallo Herr Nagelsmann, nochmal zurück zu Timo Werner. Haben Sie denn persönlich mit ihm schon mal gesprochen über die Frage, ob er nach Lissabon reisen möchte und sich die Chance bewahren möchte, mit RB Leipzig die Champions League zu gewinnen? Und was war da das Feedback? Nee, habe ich nicht, weil wir morgen gegen Düsseldorf spielen und die Champions League in, weiß nicht, 7 Wochen ist oder 8 Wochen. Also, und noch dazu ist er aktuell ganz normal in meinem Planung drin, dass er in der Champions League spielt, weil noch ist er unser Spieler und hat nirgends anders unterschrieben. Und deswegen habe ich auch keinen Bedarf, mit ihm zu sprechen. Ich habe oft mit ihm geredet über seine Situation, über seine Zukunft, was er vorhat, was er gerne machen würde, was so seine Ziele sind. Aber auch da habe ich jetzt die letzten 2-3 Monate nicht immer nachgehakt, weil er mir einmal die Meinung gesagt hat und sagt, was so seine Lebensplanung sind. Und dann kann ich das auch kapieren und verstehen, was es geht. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich, wenn ich das antworte, was ich jetzt irgendwo gelesen habe, dass ich nicht um ihn kämpfen würde, sondern letztendlich weiß der Spieler, wie sehr ich ihn mag und was ich von ihm halte als Fußballer. Deswegen spielt er jede Woche und hat auch mal gespielt, wenn er vielleicht eine Halbzeit schlechter gespielt hat, als er kann, hat er trotzdem wieder gespielt. Und das ist Bestätigung genug. Trotzdem geht auch da manche Dinge über den Wunsch des Trainers hinaus. Und jeder Spieler hat seine eigene Karriereplanung und seine Lebensplanung. Und sollte der Wechsel vollzogen sein, nochmal, ist nicht vollzogen, Stand heute, dann werde ich auch sicherlich mit ihm kurz sprechen, was er sich so vorstellt. Ja, ich habe es ja gestern schon in einer deutschen Tageszeitung gelesen, wo auch immer die Informationen alle herkommen. Aber irgendwie kommen sie ja irgendwo her. Und dann werde ich ja irgendwie mit ihm sprechen, wenn es soweit wäre, wie denn seine Planungen sind. Aktuell ist die Champions League für mich relativ scheißegal. Es geht um die Qualifikation für die Champions League. Und wenn die Saison vorbei ist, dann haben wir 3+4 Wochen Zeit, uns auf die Champions League zu konzentrieren. Und das sind nach Adam Riese 7 Wochen und sind 7 Wochen genug, um dann auch zu planen, wer im Viertelfinale aufläuft und wer nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Stefan Krause nochmal bitte. Trainer, Upa könnte wieder spielen. Rutscht er automatisch rein oder muss man nach dem Hoffenheim-Spiel nicht unbedingt immer da was ändern? Nee, er rutscht nicht automatisch rein, weil ja, wir mit Heiße das ganz ordentlich gelöst haben. Ja, noch dazu erwarte ich schon auch eine Trainingsreaktion. Ja, wir hatten natürlich jetzt bis hier noch nicht so viel Training, wir haben heute noch mal eins und ich erwarte mir schon auch ein gewisses Auftreten. Ja, das haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, über die gelb-rote Karte. Das ist nicht immer selbsterklärend, dass einer sofort immer zurückkommt, sondern es gibt natürlich auch gewisse Dinge. Er hat sich entschuldigt bei mir auch vor der Mannschaft, das ist grundsätzlich gut. Aber wichtig ist dann auch einfach eine Reaktion zu zeigen und wenn er heute im Training Vollgas gibt, dann wird er spielen und wenn er nicht Vollgas gibt, dann wird er nicht spielen.